Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und hallo an meine lieben YouTube-Zuschauer. Ja, ich würde mal sagen, es ist mal Zeit für so ein kleines Feedback. Safti, was sagst du im Vergleich zum Teil 1? Ja. Juri, ich weiß nicht, also haben beide Spiele so ihren Vorteil und Nachteil, so finde ich. Also zweiter Teil ist halt cool, weil man kann halt mit einem zweiten Spieler mitspielen. Aber irgendwie fand ich so, im ersten Teil war so das Ganze, was so halbwegs in Richtung Story ging, irgendwie zusammenhängender und verständlicher so. Aber ansonsten, ich finde das Spiel sehr gut. Also ich würde nicht sagen, dass das eine Spiel besser ist als das andere oder so. Ich finde, beide Spiele sind eigentlich fast schon gleich gut. So. Ja, okay, ich kann da nicht so ganz viel zu sagen, weil ich den ersten Teil nicht gespielt... Oh nein. Weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, ich bin sehr positiv überrascht von dem Spiel. Also ich hätte gedacht so, ja, ist schnell durchgezockt und ja, storymäßig jetzt nicht so viel und also was es auch nicht so ist. Aber ich finde, das Spiel an sich macht unfassbar viel Spaß. Was ich so gar nicht erwartet habe. Also es ist auch, dass es so viel Langzeitmotivation tatsächlich hat. Du machst das super, Kani. Ist ja auch wirklich jetzt Pillepalle, ne? Kommt da eigentlich noch ein dritter? Ich habe keinen dritten gesehen. Plötzlich hat er sich auf mich fokussiert. Okay, ich glaube, das geht aber im Vergleich zu dem anderen. Ja, also es sieht Stand jetzt machbarer aus. Warum bin ich reingesprungen? Übrigens, an Schrumpchen eine gute Nacht, auch wenn sie es jetzt nicht mehr hört. Die wird das ja bestimmt noch nachschauen. Ich versuche dir meinen abzunehmen. Nö, alles gut. Na gut, dann doch. Ich wollte aber nicht beide. Vielleicht versuchst du einen zu kriegen und ich einen? Ach, ich mach das schon. Oh. Okay, vielleicht ja, gehst du gut. Einfach mal gleich so schnell wie möglich nach rechts rüber. Jo, machen wir so. Wir können ihn auch einfach so ablenken. Hä, wir können die ganze Zeit im Kreis laufen. Oh. Okay. Der hat irgendwie schneller gedreht. Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Nee, ich hatte zufällig auch einen bei mir und habe mich darauf konzentriert. Hier, ich laufe einfach nur den unteren die ganze Zeit lang. Ach so, na gut. Oh. Ja, irgendwie ist das... Ich muss das auch mal unten versuchen. Oben macht sich irgendwie nicht so cool. Ja, du kannst halt unten nicht weiter runterfallen. Hm. Nein, er kommt zu dir rüber. Mensch, Safti, du musst deinen ja schon wohl bei dir behalten. Kannst du nicht nach ganz rechts gehen? Ich glaube, dafür reicht die Schnur nicht. Oh, ich bin runtergesprungen, warte. Oh Gott. Ich kann es versuchen, aber ich glaube, dann blockieren wir uns wieder gegenseitig. Nein, geh nicht, er kommt wieder zu dir rüber. Dann verarsche ich halt beide. Hilfe, wir sind zu weit weg. Okay, gut, nee. Passt. Nee, ich will keinen zweiten. Nein, du hast mich festgehalten. Hm.
Okay, also es geht nicht, dass der eine nach ganz links geht und der andere nach ganz rechts. Ah, ich bin wieder runtergesprungen. Da war ich etwas zu langsam. Hilf, ich hatte einen Internet-Lag. Ja, cool. Mann, warum habe ich so ein scheiß Internet? Ja, ich weiß es auch nicht. Dein Netz ist wieder on point hier. Ja. Dabei war Safti am Überlegen, ob er nicht einfach das Spiel streamt. Was? Wir waren ja noch am Überlegen, wie wir das machen. Streamen, ja, gut, ja. Ja, ich weiß auch nicht, was das momentan ist. Ich weiß nicht, ob die irgendwie. Weil es ist, dass die gerade am Glasfaser ausbauen sind bei mir im Ort und die irgendwie zwischendurch mal ein bisschen auf eine Leitung draufschlagen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, allgemein ist ja Internet bei mir so in der Gegend bisschen schwierig. Wow, dieses Rollding da oben kann mich auch noch erschlagen einfach. Gut, das zu wissen. Danke. Ey, nee, jetzt komm nicht mir hinterher. Was soll denn das jetzt? Ja, jetzt wollte ich den anderen abfangen. Bei uns wird gerade ausgebaut. Sobald das fertig ist, ist Glasfaser bis ins Haus. Das ist sehr schön. Ja, wir hätten eigentlich auch Glasfaser gehabt, aber da 1&1 Hotline sich denkt, nee, da gehen wir nicht dran, können wir da auch nichts mit dem Vertrag klären und von daher bringen wir keinen Glasfaser bei uns in die Wohnung. Ja, ist auf jeden Fall geil. Danke dafür auf jeden Fall an 1&1. Hä, hey, jetzt nochmal. Was hat 1&1 damit zu tun? Ja, wir mussten. Sollen wir mal tauschen? Weiß ich nicht. Weil irgendwie kriegst du das da rechts weniger auf die Kette. Komm, ich nehme den rechten. Ja, ich rede nebenbei und da kriege ich das nicht hin. Ich bin verwirrt, ich kann das nicht. Ich habe jetzt die eine Strecke einstudiert. Ich kann das nicht. Das ist anstrengend. Mein Kopf muss sich umgewöhnen. Hier runter. Oh. Ja, das ist irgendwie schwierig. Eigentlich ist es nicht so schwierig. Doch. Oh. Da hat er mich etwas zu früh abgefangen. Oh, jetzt bin ich direkt nach unten gefallen. Cool. Oh, nicht cool. Nee. Ah, nein. Zwei sind scheiße. Wollen wir es einfach beim Alten lassen? Okay. Geht das jetzt hin? Ich streng mich jetzt an. Ich muss einmal. Ja. Ich muss mich einmal schnell richtig hinsetzen. So. Ich habe gerade wieder halb in meinem Stuhl gelegen. So, jetzt wird das passiert, ne? Ja, es ist irgendwie bei mir so ein Problem, dass ich nach und nach immer weiter runterrutsche in meinem Stuhl. Das ist irgendwie. Was war das denn jetzt? Mann, ich darf nicht nebenbei reden. Ich muss jetzt. Ja, hör einfach auf zu reden. Will eh keiner hören. Ja. Konzentrier dich mal. Was Cody sagt. Müssen wir nur noch drüber kommen, ne? Greifen die nochmal an? Nee, ne? Also? Stimmt nicht. Nee, irgendwie haben die aufgegeben. Zu lang verarscht. Oh, ein Rosi. Das ist ja cool, dass wir die alle freispielen und keinen davon benutzen werden.
Bin jetzt aber auch raus. Viel Spaß noch. Dankeschön, Didi. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis die Tage. Tschüss. Das hatte eine Schwierigkeit 3 gehabt, ne? Eine Schwierigkeit 3? Wir hatten noch keine Schwierigkeit 3, oder? Weiß ich nicht. Achso, jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt kann ich hier oben noch was machen. Hier ging? Ah ja. Warte mal. Ich fange es. Was mich jetzt schon an den Level nervt, ist, dass wir das jedes Mal machen müssen. Was müssen wir mit dem Moped tun? Hilfe, du ziehst mich. Das hier um? Ah, einfach drauf springen. Ah, nee, was? Ah ja, doch, warte, einer... Nee, das macht keinen Sinn. Nee, vielleicht muss es in den Eimer. Ah, das klingt logisch. Ich versuch meinen Eimer rüberzuschieben, so ein Stück. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was es in dem Eimer bringen soll. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Was macht es? Keine Ahnung. Also Sachen. Das Level heißt ja irgendwie kinetisches Potenzial. Also müssen wir... Oh, warum laufe ich nach links? Ja, keine Ahnung. Ja, also müssen wir ja irgendwas mit Bewegungskraft tun. Aber ich verstehe nicht, was... Einfach hochlaufen? Nee. Denn da hinten noch irgendwas? Lass noch mal hier versuchen, ob da oben noch was ist. Also. Nee, hier ist nichts. Kannst du nach links da noch durch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Vielleicht in die andere Richtung? Hast du das auch mal ausprobiert? Achso, oder? Warte. Oh, ich hab's verloren. So, schieb mal weiter nach links. Da links? Oder ja, rechts? Ich wollte den Blumentopf links haben von dem Ding. Ah, okay. Nee, aber warte mal, ist doch einfacher, wenn ich den hier nach rechts halte und dann du über das Holzstück drüber schiebst, so. Ja. So, jetzt vielleicht so. Gut, was hätte der jetzt gemacht, hättest du ihn nicht blockiert gehabt? So, das wäre vielleicht mal, warte mal, das könnte man ausprobieren. Schieb den Eimer mal nach rechts nochmal. So, dass ich den hier drüber schieben kann. Ja, gut, so, wolltest so war du das jetzt. Nee, wollte ich nicht. Ich muss den hier schon noch durchkriegen. Okay, gut. So, nochmal versuchen. So, jetzt ist ja wieder links davon. Geh mal kurz nach rechts. Alles richtig so, warte. Der ist nur ein bisschen weit nach links geschoben. Warte. Weg. Was macht der jetzt? Ja, okay, gut, gar nichts. Ja. Schade. Nee, ich verstehe es nicht wirklich. Keine Ahnung. Den vielleicht geschaukelt? Nee, der schrammt hier unten immer gegen Boden gegen.
Warte mal, wenn man... Ich hatte das eben gerade einmal gehabt, dass dieser Stift da oben so nach rechts gedreht ist. Was ist denn, warte mal, was ist denn, wenn wir... Warte. Oh, nach links gedreht. Was ist denn, wenn wir den jetzt runterschmeißen und einer steht da oben drauf? Drauf? Hier. Wo hier, was? Schieb mal das Ding weiter nach links. Das Ding, welches Ding? Das hier nach links. So. Nee, den Blumentopf. Den soll ich nach links schieben, so? Okay. Den Eimer auf die Schräge, wenn die unten ist. Und dann? Ja, also was ich jetzt überlegt hätte, wäre gewesen, warte, ich hatte das hier einmal, jetzt ist das wieder, dieser Stift ist jetzt so nach links gedreht. Wenn du jetzt über die Rampe den Blumentopf dagegen schießen lässt, was passiert dann? Nichts. Habe ich jetzt irgendwie mehr von erwartet. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas damit zu tun hat, dass dieser komische Stift da oben nach drüben gekriegt werden muss. Oder... Zieh mal. Dich ziehen so. Oder in die andere Richtung. Mich ziehen, in die andere Richtung. Jetzt, dass ich nach links gehe und dann... Ja, zieh mal. Ja, klar, erstmal 20 Meter Seil geben, natürlich. Ja, komm mal weiter nach mir und dann halte ich fest. So, jetzt. Du musst schon festhalten, ne? Das Seil. Ja, aber, ich verstehe diese Seilphysik nicht. Ich halte fest, aber es passiert nichts. Irgendwie geht macht diese Seil. Ja. Und jetzt soll ich was machen? Verstehst du jetzt, dass es keinen Sinn ergibt? Aber du kannst dich doch festhalten, oder nicht? Ja, aber nicht, trotzdem wenn du da drin bist, gibt komisch. Die Person am Boden irgendwie andere Idee. Warte mal, lass mal kurz. Geh mal kurz weg vom Eimer. Ja, es macht ja auch keinen Sinn. Das hatten wir doch auch schon getestet, wenn wir das jetzt machen. Ja, alles wow, getestet. Ist ja richtig viel passiert. Nee, irgendwie macht das alles keinen Sinn. Also. Weiß nicht, ob zu kompliziert denke, aber muss der Eimer an den Haken oben? Eimer an den Haken? Was für ein Haken? Und da dran. Keine Ahnung. Dann ist die Frage, wie, ne? Weil. Ja, können wir mal ausprobieren. Ich verstehe nicht, was für ein Haken. Ja, da oben das Moped, da rausguckt. Ach so. Aber wie sollen wir den Eimer da dran bekommen? Der kriegt ja irgendwie nie Schwung. Soll ich irgendwas machen dafür? Die Frage ist, ob wir den überhaupt. Also ich habe irgendwie erstmal das Gefühl, dass es immer blöd ist, wenn der Blumentopf so komisch gedreht ist, so auf die Seite. Ich habe das Gefühl, dass dann irgendwie weise ist. Aber ich weiß auch nicht, wie man es ändern soll, also... Warte. So, kannst du dich auf die andere Seite stellen? Meinst du hier drauf oder... Nee, was? Ja. Hey, wie hast du denn das jetzt gemacht? Ich bin gegengesprungen irgendwie von unten. Oh, ist wieder umgedreht. Soll ich mich hier drauf stehen? Ja, die Frage ist, ob aber das Ding hier hoch geht, wenn du da stehst. Nee, ne? Nee. Aua. Warte mal, ich versuche mal nochmal im. Mich würde es trotzdem interessieren, ob wir den Blumentopf da nicht richtig reinkriegen. Dafür müsste der halt andersrum stehen, ne?
Wie hast du das gerade wenn man gemacht? das so jetzt, warte mal, wenn man das so jetzt probiert, könnte das eigentlich passen. Schieb mal ihn einmal nach rechts. Unter das Holzding. Ja, ich weiß nicht, ob das so klappt. Nee, die schieben irgendwie so gegeneinander. Das ist irgendwie blöd. Nee, der Eimer hat eine Kollision. So ist bestimmt richtig. Bestimmt. Loch einmal über die Wippe in die Luft katapultieren. Ja, weiß ich nicht, ob das warte, geht. Warte mal, dafür müsste man den erstmal draufsetzen. So, jetzt? Warte, lass mich mal dazwischen. Schieb mal nicht dagegen. Nee, hä? Also ja, genau. Irgendwie muss ja einer dazwischen, um diesen Blumentopf wegzuschieben. Weil ansonsten kriegt man ja einen Eimer nicht von der Wippe runter katapultiert, ne? Und ich. Doch, jetzt komme ich hier zwischengesprungen. Geh mal ein Stück nach links. Ich halte das aus. So. Und jetzt. Okay, und jetzt? Ja. Den Eimer runter. Gute Frage. Den. Mach den Blumentopf mal runter. Nach rechts. Ja. Beides links auf die Wippe. Den weißen nach rechts schieben, bis es wippt. Ich dachte, die hat die gleiche Idee, ja, aber es ist nichts passiert. Müssen wir nochmal ausprobieren. Warte, was? Beides links auf die Wippe? Ja, so wie wir es gerade hatten. Oh, mein Kopf macht das um die Uhrzeit nicht mehr mit, ey. Was musst du denn da großartig mitmachen? Du musst doch hier links rüber. Nee, was? Du musstest doch wieder dazwischen. Ach so. Jetzt. Oder so? Hey, so war auch nicht verkehrt. Da ist auf jeden Fall irgendwas passiert. Ja, ja. Das passiert schon die ganze Zeit, wenn du diese komische kleine Rauchdingens meinst da. Wir kriegen den Blumentopf nicht mehr weg. Stark. Cool. Geil. Pass mal auf, wir lösen das, indem wir das nach links schieben. Doch nicht. So, jetzt. Warte mal. Warum hat's nichts gemacht? Es hat so viel Bewegung gehabt. Das muss doch richtig gewesen sein. Ach Mann, ich hasse dieses Level. Warum okay. Funktioniert hat das nicht? Hat der Chat noch einfach? Ideen? Warum funktioniert das nicht? Dann müssen wir in dem Moment, wo das Ding hier runterkommt, noch was machen. Boah, was? Warte. Halt so still. Alles gut. Jetzt kriege ich den nicht mehr weg da. Oh, ups. Warte, alles gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir doch nicht hin. Ich wollte nach rechts, um den da drauf stehen zu lassen. So, also hier wieder nach drüben. Ja.
Ist das so geplant von dir gerade? Ja. Ich will einfach nur ein bisschen rumprobieren, was passiert. Jetzt? Ja, jetzt, keine Ahnung. Warum macht es nichts, Mann? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was hier passieren soll. Ja, also ich habe das Gefühl, dass da oben dieser Stift oder was das ist da durch genug Schwung nach unten fliegen soll, was auch immer dann passieren soll. Ich verstehe es auch nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie, dass der nach unten fliegen soll und dann keine Ahnung, was machen soll. Aber ich verstehe es nicht. Es macht auch irgendwie alles keinen Sinn. Eventuell ein Loch einmal weiter auf der Kante der Wippe. Ich vermute, das Würstchen oben wird weggeschleudert. Keine Ahnung. Safti, du musst jetzt mal helfen hier. Ja, was soll ich tun? Schieben. Vielleicht musst du auch einfach nur in den Eimer rein. Aber die Sache ist ja, es sind ja diese Rätsel müssen ja auch als Einzelperson lösbar sein, oder nicht? Nein. Das ganze Spiel ist zwei Spieler. Nein, du kannst es auch alleine spielen. Dafür gibt es ja diese Zusammenfügfunktion. Damit man das auch alleine spielen kann. Es ist Solo als auch Multiplayer. Und damit heißt ja, man muss auch die Herausforderung irgendwie alleine schaffen können. Und ich sehe jetzt gerade hier nichts bei unseren Versuchen, was man hätte auch alleine schaffen können. So, das ist so die Sache. Weil wenn ich jetzt hier drauf stehen bleibe, dann passiert ja gar nichts. So. Ganz rechts neben dem Pilz ist irgendein schwarzer Klumpen. Ja, da kommen wir nicht dran. Wir kommen hier nicht hoch. Diese schwarze Klumpen, das sind doch immer diese Leute, die wir finden. Ja, eben. Also wir müssen ja nur dieses Rätsel hier, lösen. Wenn ich jetzt versuche hier rein... Nee, geht nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Vor allem, was soll das da oben sein? Also müsst ihr euch hochschleudern oder eine Art Brücke bauen. Keine Ahnung. Wir können jetzt... Warte, mein Auge tut gerade weh. Ich kann gerade nichts machen. Oh, das ist nicht schlimm. So, gut. Schiebe ich dich tot. Okay, jetzt. Also wir kommen da nicht hoch. Also wir müssen eben wieder oben rechts hinkommen, ja. Wie auch immer das funktionieren soll. Und so hat das ja kein Momentum. Weil das direkt abgebremst wird. Wir denn vielleicht da die Bretter irgendwie kaputt machen? Das ist es wahrscheinlich, was das Ding macht, da die Bretter kaputt. Nee, keine Ahnung. Na, also würde ja schon Sinn machen, wenn der Eimer halt weit genug nach links fliegt, dreht sich das Ding oben mit und wenn das dann genug Schwung hat, so, ja, damit wird das nicht passieren. Das wird damit zu tun haben, sozusagen der Blumentopf hier fliegt gegen den Eimer. Und dadurch dreht sich oben das Teil so weit nach rechts rum, hat dann irgendwann so viel Schwung, dass diese, ja keine Ahnung, dieses Ding da in der Mitte, da ist ja wie so ein schwarzer Punkt drauf, dass der dann irgendwie rausfliegt und dann die Bretter eventuell kaputt macht. Aber es macht auch keinen Sinn, weil wir müssen ja nach oben rechts wahrscheinlich, weil es ja dieser schwarze Punkt. Es macht irgendwie alles keinen Sinn, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Wollen wir uns einen Tipp anzeigen lassen? Die Möglichkeit gibt's doch auch noch. Nee, das finde ich doof. Ja, gut. Die Frage ist, können wir denn mit uns gar nichts machen? Kannst du dich nicht ziehen oder so? Nein, geht nicht, weil dann wird nur Schnur gelassen. Und springen kann ich auch nicht währenddessen so. Aber die Schnur wird halt nur länger. Ich glaube auch nicht, dass das Sinn der Sache ist. Also. Warte mal. Schade. Also so funktioniert es nicht. Aber wenn ich jetzt gerade überlege, so wie wir es jetzt gerade hatten, so warte mal, das können wir ja so einfach nochmal machen. Wenn du jetzt nach rechts läufst, laufen wir nach rechts. So, und dann stehe ich ja hier rechts, kann den Blumentopf aufhalten, du hältst den Eimer kurz fest. So, wenn ich jetzt den Blumentopf wieder nach links schiebe, kriegt der dann irgendwie mehr Momentum? Nee. Das macht alles keinen Sinn. Ach, keine Ahnung. Wir haben doch jetzt auch schon gefühlt jede einzelne Möglichkeit durchgehabt. Ja, wir gehen jetzt also raus, hast du. Der fängt gleich an zu heulen. Nee, das doch. Nervt, du hörst dich gerade sehr weinerlich an. Nein, das nervt mich einfach nur, wenn ich nicht weiß, wie ein Logikrätsel gelöst wird. Das ist einfach ein Problem mit mir. Also wir haben da was zum Knoten. Wir haben hier was zum Knoten. Und hier. Also wir müssen den Stein hier, glaube ich, da hochkatapultieren irgendwie. Hm. Also da oben ist nämlich ein Stein. Wir müssen den Stein hier hochbekommen, da rechts. Und den dann hier auf die Wippe fallen lassen. Oder? Wenn ich hier stehen bleibe, kannst du es dann rüberschieben? Nee. So schwer bin ich scheinbar nicht. Hier ist nur eine Rampe irgendwie. Oh nein. Oh no. Habe ich es kaputt gemacht? Nee, kannst du durch. Schieß es mal runter. Gucken, was passiert. Ich habe nicht die Fensterscheibe Gibt es noch einen zweiten Stein? Da oben ist noch ein Stein. Ja, aber ich hatte jetzt allerdings erwartet, dass wir... Wie kriegen wir den Stein da runter? Kann man hier dran ziehen? Nee. Kannst du da unten dran ziehen? Hier dran? Warte. Jetzt? Bringt das was? Versuch mal jetzt den Stein rüber zu schieben. Dass der Stock das eventuell hält oder so. Aua, jetzt stand ich im Weg. Ich stand im Weg. Müssen wir nochmal versuchen, aber ich glaube, es könnte tatsächlich klappen. So, jetzt nochmal versuchen. Kannst du nicht einfach dahinter gehen? Musst unten drunter durchschieben, so, gut. Ja. Dann müssen wir da eine Brücke ziehen. Ja. So, und dann muss einer wahrscheinlich da unten drauf, ne? Genau, jetzt kannst du den Stein runterschieben. Gut. Dann muss ein Stein hier hin, ein anderer nach rechts. Dann also wir müssen auch nur noch nach da oben kommen. Du musst doch jetzt nur noch... Den einen Stein hoch. Da oben war eine Glasscheibe, die müssen wir jetzt wahrscheinlich zerdrücken. Ach so, ja, das kann sein. Dafür schwereren Stein nach rechts, damit der das Gewicht zum... rüberhauen macht.
Jetzt drauf. So, und jetzt muss noch mal einer rüber katapultiert werden. Ich würde gerne rüber katapultiert. Kannst du noch mal hier oben drüber kommen, hier oben drüber gehen? Weil ich weiß nicht, ob die Schnur sonst zu lang wird. Was? Geh hier oben drüber, über den Tisch einfach einmal so. Drüber nach unten. Und runter. Jessen hatte noch einen Fall. Können wir mal einen ausprobieren. Oh, Greeny. Ein Dunkelgreeny. Welcher war das jetzt? Der hier? Der hier, glaube ich, ja. So, und was jetzt so? Umgedreht kann der Eimer frei schwingen. Heißt jetzt so was? Was wir versuchen, den Eimer umzudrehen. Okay. Also so wie eben oben, aber den Eimer auf der Wippe auf den Kopf drehen. Nicht machen, bleib erstmal drüben. Den müssen wir erstmal wieder gegenschieben. Und jetzt, war zu spät. Das Komische ist, dass der vorhin einfach mal auch die ganze Zeit unten blieb, das Teil, ne? Ich glaube, das war ein bisschen das buggy. Das war, weil der Blumentopf noch zum Teil drauf stand. Also ich glaube, du musst doch ein bisschen nach rechts mit dem Eimer. Aber nicht so weit, dass du die Wippe aufhältst. So ungefähr, genau. Warte ein Stück nach links. So, jetzt nach drüben. Jetzt müssen wir den Eimer einfach umdrehen, irgendwie. Und jetzt kann ich den Blumentopf hier unten noch halten. Wenn du das schiebst, so. Ja. Ich verstehe jetzt aber nicht, wie wir den Eimer umgedreht kriegen sollen. Naja, der schwingt zurück. Bisschen nach links. Gut. Und wieder nach rechts. Irgendwie kann ich gerade nicht weiter. Mitziehen oder? Ich kann gerade nicht weiter. Weil ich muss ja hier drüben stehen, um es zu halten irgendwie. Hä? Geh mal ein Stück weiter nach rechts. Nach rechts, okay. Du beeinflusst das die Wippe. Boah, ich habe ja eben nicht so weit rechts gestanden. Naja, gut, egal. Hältst du ihn da? Ja. So, und wie drehen wir jetzt den Eimer? Eventuell den Balken an der Kette erstmal in die Waage bringen und dann einer hoch. Das würde gar keinen Sinn machen. Dann können wir ausprobieren. Schieb noch mal ein bisschen nach links. Weiter? Ja, so, dass wir in Waage sind. Okay. So, jetzt vielleicht runter? Jetzt runter. Nee, das Problem ist ja, der Eimer schwingt ja zu schnell wieder zurück und schrammt hier unten immer gegen den Boden gegen. Ja, das war ja der Sinn dahinter, dass wir den auf den Kopf drehen. Ach so. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden, was der Ansatz war. Okay, ja, gut. Aber das war trotzdem, glaube ich, nicht so verkehrt jetzt hier. Kannst du ein Stück?
So, und jetzt. So wie es versucht, aber einer muss zu dem Stift hochklettern. Wie sollen wir das jetzt machen? Also da können wir nicht dran. Und dann müssten wir das vielleicht ein bisschen mehr in die Waage kriegen, Safti. Ja, wenn... Nein. Na, ich wollte auch nicht im Eimer sein. Ich wollte eigentlich nur den schieben. Aber du kommst doch da gar nicht hoch. Also ich glaube nicht, dass der Sprung irgendwie machbar ist. An euch selbst hochschwingen. Was? Aua. Okay. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich... Safti muss er jetzt festhalten. Ja, ich kann es versuchen, hier wegzugehen. Ja, nee, geht. So, und jetzt was machen? Am besten müsstest du jetzt nach unten, nicht nach oben drüber. Genau, und jetzt schwingen und gucken, ob du an das Ding kommst. Ich stelle mich, sobald ich hier bin, auf die Plattform. Also ich kann es versuchen so, aber komme ich ja auch lass nicht mehr hoch. Leine, lass mehr Leine. Ja, aber hier stehe ich ja auf dem Boden. Ah, nee, doch, geht. Okay. Warte. Nee, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder dass das so gewollt ist. Ach, und dann lande ich auf der Plattform. Sonst geh du mal hier drauf, bitte, auf meinen Platz. Na gut, warte. Die Frage ist, ob das zu schwer wird. Es ist auch irgendwie merkwürdig, manchmal landet man auf der Plattform und manchmal irgendwie nicht, also... Das ist kürzer. Ja, soll jetzt? Ich runtergehen? Ich weiß es nicht. Einmal runterschieben? Ja, schieb mal. Also Blumentopf einmal. Ja, nee, das hat irgendwie nicht so geklappt. Den Eimer weiter an den Rand und dann vom Eimer abspringen. Nee, also ich war ja drauf, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Aber ich glaube, der Ansatz ist gar nicht so doof. Schieb mir mal den Blumentopf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, obwohl es ist ein schwieriges Level, wer weiß. Ja, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die wollen, dass man sich dann irgendwie da drauf stellt. Also. So, und jetzt? Den wir abstellen, oder? Nur den Locheimer und. Was? Nur den Locheimer runterschieben? Den Blumentopf unten lassen? Dass man den Eimer hier von der Rampe schiebt, oder was? Ja. Okay, so, wolltest du dich hier wieder hinstellen? Wieso? Ja, das gleiche nochmal quasi. Ach nur so, dass du willst dich jetzt wieder da oben draufstellen, oder was? Ja, genau. Bleib mal, oder bleib mal sogar auf dem Eimer. Ich glaube nicht, dass du dich da oben auf den Pinöppel draufstellen musst. Ja, vielleicht kannst du jetzt auch mit runter draufkommen. Ja, und dann chillen wir hier oben.
kommst du hoch? Warte. Ups. So nämlich. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Aber ja, wahrscheinlich haben wir es auch komplett gecheased. Ja, also das kam mir irgendwie nicht richtig vor. Okay. Okay. Ich muss jetzt mal eben kurz nach Person googeln. Also das ja, war Unravel. Wir könnten uns einfach die Tipps im Nachhinein anschauen, oder nicht? Ja, aber ich will das jetzt mal eben wissen. Kinetische Energie. Nee, kinetisches Potenzial, ne? Kinetisches Potenzial, ja. Okay. Wartet kurz. Wir gucken uns das einfach mal zusammen an. Da ein Schild da drauf, hallo? Hey? Okay. Naja, erstmal eine Runde Werbung gucken. Cool. Yeah. Werbung. Mhm. Na, wartet mal, ich kann das bestimmt in Vollbild kriegen. Stimmt. Nein, ich möchte kein YouTube Premium. So. Ich bin gespannt. Also da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. Könnt ihr genug sehen so? Ja, ne? Okay, also einmal nach rechts rüber. Okay, dann so wie wir es gemacht haben. Oder? Nee, doch nicht. Also ähnlich bis jetzt, ne? Naja, also... Ja doch, nee, jetzt ist es ähnlich. Ey, scheiße, das ist die Lösung gewesen. Pass auf. Es ist wirklich die Lösung gewesen. Oh mein Gott. Macht irgendwie keinen Sinn. Ja, okay, nur dass wir es ein bisschen anders mit dem Schleudern gemacht haben. Ah. Okay. Ja, stark. Easy. Ja, also das mit dem Runterwerfen mit dem Eimer, das sah irgendwie richtiger aus als das, was wir gemacht haben, aber... Bist du gerade irgendwie schon wieder im Spiel? Was? Ich wusste gerade nicht, wo... Das läuft da im Hintergrund weiter. So. Ja, cool. Okay, haben wir es dann tatsächlich so hingekriegt. Muss wir hochkommen? Stopp. Wir haben noch nicht eingesammelt. Achso, stimmt, wir haben noch nicht eingesammelt. Besser wär's. Obwohl, jetzt würden wir was hinkriegen. Ich wünsche mal eine gute Nacht und viel Spaß noch. Dankeschön, dass du da warst, Blue Moon. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Tschüss. Easy. So, sind wir jetzt hier durch, oder?
glaube. Dann können wir noch ein Level machen. Oder wolltest du ins Bett, Safti? Ein Level können wir, glaube ich, noch machen. Aber danach würde ich dann so langsam... Genau, mit mir die Herausforderung nochmal von dem Level. Nehmen wir es nach oben. Drück dir die Daumen, Safti. Ja, wir drücken alle die Daumen. Was ist das hier gewesen? Die Gemälde anzusehen. Achso, man kann auch die Gemälde alle sich... Ah, okay. Okay. Dann schauen wir mal. Kling. Okay, da ist nix. Das sieht hier aber nicht so schön aus. Schade. Nee, irgendwie nicht. Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich hab Angst. Aber jetzt auch noch Wauwaus, ey. Okay, die hauen weiter ab. Ein Militärgelände oder was? Keine Ahnung. Das erinnert mich an das Atommüll-Level in Unravel 1. Da gab es so ein Level, wo es auch so ein... Oh, ich weiß nicht, ob das hier auch so ein Atommüll-Ding ist, aber da gab es irgendein Level, was so darum basiert war. Ich weiß nicht mehr genau wieso, aber ja, gab es da. Links ist Secret. Mhm, deswegen bin ich oben geblieben. Oh, ist wirklich. Oh, cool. Muss ich das Ding fahren? Ah, ja. Mhm, okay. So. Guck mal, fahren kann er ja schon. So ein bisschen. Kannst du das Ding wieder runter machen? Cool. Warte, ich mach einmal wieder ganz runter, dann kannst du bestimmt unten drauf gehen. Ja. So, und dann schiebe ich ein bisschen hoch. Weiter? Ja, weiter. Weiter? Weiter? Stopp. Was mich zerquetscht, du Sau. Ich wollte, dass du dich dann hochschwingen kannst. Alles so gut, sollte auch reichen. Oh, warte, ich muss ein bisschen höher. Immer noch. So. Oh, warte mal, wir hängen noch mit dem Strick da drüber. Garn. Ah, alles das Gleiche. Nee! Aber es ist hier wirklich so ein Militärsding, da ist Munition. Ich glaube, wir brauchen den Stapler hier. Ah. Bam. pass auf von rechts. Alles gut, alles gut. Jetzt alles gut und gleich ist er wieder weggeschnetzelt. Ja. Dinge. Sachen, Dinge. Links über die Bande. Ja. Okay, was für ein Teil. Kommen hier bestimmt nicht über den Boden? Nee. Oh Gott. Nee, nochmal. Jetzt.
Siehst du was? Secret-mäßiges? Nee, ne? Nee, nee. Hä? Achso. Stecken tun die sich. Ich glaube, wir werden jetzt verfolgt. Ich glaube das nicht. Musik hatte sich gerade so angehört. Was gibt's rechts? Ja. Okay, ich glaube, es ist nur ein Weg zurück. Die Frage ist, ob da links ein Secret ist. Komm mal mit. Da, wenn wir da auf die Dingens gehen. Die Frage ist, ob wir da noch hochkommen wieder. Warte. Ja, bestimmt. So. Zieh ich hoch. Klick mich aus und Chat aus. Gute Nacht zusammen und danke euch für die gute Unterhaltung. Dankeschön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Roger. Achso, ja, und vielen Dank, dass du auch auf den Discord gekommen bist. Ich glaube, wir kommen da nicht mehr hoch. Mit. Es sei denn. Vielleicht warte mit, mal, mit. Wie weit Schleudern? Kann sich hier, glaube ich, weiter runter sein? Warte. Nee. Ja, du hast vielleicht. Gesagt, einfach nur von der Kante. Boah. Nee, warte. Nee, nee, du musst mehr Leine haben. Ja, aber ich kann hier nicht noch weiter nach unten. Kannst du nicht knoten und dann? Ach so, ja, das könnte sein. So ungefähr? Mhm. Ja, nur noch in gut. Danke. Warte. Ja, easy. So. Jetzt hier sind wir hergekommen. Die Frage ist, ob wir da hochkommen. Aber ich glaube, es hat keine Kollision, nicht. Ne? Ne, es hat keine Kollision. Nee. Okay, war ein Versuch wert. Naja. Nö, nee, soll ja nicht hier. Einfach hochziehen. Das ist ja... Oh, ups. Also ich kann nicht mehr hoch, ey. Doch, ich zieh dich hoch. Einfach hochziehen, ne? Hä? Was passiert? Ach so, da kommt Dampf raus. Ah, jetzt nicht mehr. Ich habe gerade die ganze Zeit auf dich geschaut. Na, ja, das war zu früh, Mist. Mist, Mann. Ich drücke die ganze Zeit zu früh. Ich zieh dich jetzt einfach durch den Dampf hoch. Ja. Geht nicht. Schade, einfach bewusstloser Dachti. Du musst es runtermachen. Mann, wie wenig Vertrauen du in mich hast. Ja, komisch, ne? Ganz, ganz komisch. Ach, warte. Ja, ah, scheiße. Nochmal zurück.
Ach so, du musst links drüber jetzt, ja. Und ich muss rechts hoch, ja. Rüberspringen. So, jetzt, ach so, ja, ich gehe hoch, ja. Ich habe mit dir Trine gespielt, ich vertraue dir kein Stück. Verstehe ich nicht. Nee, ja, ganz komisch, ne? Das ist ein Schlussform. Ja, habe ich mitbekommen. Danke für die Erklärung. Da ist noch eins rum. Da ist übrigens auch, ja. Das ist ja frech von denen. Hui! Secret? Farbe? Aber ich habe auf dich geguckt. Tja. Hilfe! Was war denn das jetzt? So, dann zieh ich mich an dir hoch. Was sind das für komische Geräusche? Weiß ich nicht. Das sind ja Feuer. Die... Ja, ach, da Gas, ist eine Feuer, Wand, da können wir nicht durch. Ah. Ja. Ist was, oder? Ja. Hätte ich jetzt losgelassen, ne? Ja, hättest du losgelassen, ne? Ich hatte wieder unglaublichen Internet-Lag, Hilfe. Das ist ja gut, dass du nicht losgelassen hast. Ja, ich drück gerade meine Lasso-Taste, wie ich noch nie was gedrückt habe. Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Wieder Internet-Lag. Ist klasse. Also ich bei liebe mir? Mein oh. Internet. Oh. Nee, es liegt an meinem Internet. Mein Internet ist gerade laggy. Bist du nur da, Safti? Ja. Ich hatte gerade einen Aussetzer. Okay. Ist das bei euch auch rübergekommen? Chat? Es war anscheinend sehr kurz. Stream ist Dia Show. Ja, sollte jetzt wieder besser werden. Gerade einen kurzen Aussetzer gehabt. Also dann ist es auch kein Wunder, dass Safti Aussätze hatte. Ja. Oh. Sorry. Nein, oh, warum bin ich denn nochmal gesprungen? Kurz gehakt, ja, war wohl ein kurzer Aussetzer. Halt, stopp! Halt, stopp! Ich kann mal überlegen, ob da unten was sein könnte. Oh! Nee. Gut! Ja, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Flamme bis da rüber geht. Ups. Ja, ist ja... Oh. Also, ich verstehe es, weil unten rechts ist ja auch keine Flamme mehr. Also, hätte gut ein Secret sein können. Hier direkt rüber. Boah, so Level, also das Level hier auch tatsächlich ohne zu sterben, das wird, glaube ich, schon wohl ganz schön hart. Ja, also ich glaube, jedes Level hat so seine Punkte, wo es hart ist, ohne zu sterben durchzukommen. Aber ich glaube, das könnte auch ganz cool sein, mit Safti tatsächlich das zu versuchen hier. Also, ich glaube, es könnte ganz cool sein, wenn wir das tatsächlich versuchen würden. Sagst du, wolltest du jetzt rüberschwingen oder nicht? Ja, wollte ich eigentlich, aber hab's irgendwie nicht so geschafft.
gar kein Secret gefunden, oder? Glaube nicht. Boah. Boah, da ist doch diesmal eins. Komm, erzählt mir nichts. Muss mich mal kurz ein Stück an dir hochziehen, so. Ich will nach links rüber. Ich komme irgendwie oben nicht dran. Du musst wegen dem Dampf. Wegen dem Dampf. Ja, das ist mir schon klar, aber ich bin nicht hoch genug geschwungen eben gerade. Was war das denn jetzt gerade schon wieder? Jetzt. So, erstmal nach links. Geht es? Yeah. Ich muss nochmal kurz neu machen hier. Du hängst an mir, ne? Oh Mann. Ja, also wir hängen schon die ganze Zeit aneinander, ja. Ja, aber du hast gezogen, oder? Nee, hab ich nicht. Es kann aber sein, dass die Distanz zwischen uns zu groß war. Es ist so eine hässliche Schräge. Oh, ich läuf in den Tod. Oder? Nee. Nee, du fliegst nur nach unten. Oh. Läuft der Multitimer schon den ganzen Abend? Keine Ahnung, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, muss ja schon. Aber kann man vielleicht gegen die Wand hier gehen und von der Wand abspringen? Nee, habe ich auch schon überlegt, das geht auch nicht. Oh, man kann da unten unter dem Dampf einfach durch. Ja, gut. Darüber. Naja, da ist nichts. Zumindest habe ich nichts gesehen. Da oben ist was. Oben an der Wand da dran, Hilfe. Aua. Ja, ich sehe es. Aber das, ich wollte mich eigentlich rüberschwingen. Mhm. Das heißt, um da dran zu kommen. Von rechts auf der, wo die Plattform ist, mit dem Leuchtevieh vielleicht schwingen? Kann sein. Also von hier aus jetzt quasi schwingen und dann nach oben. Ah nee, warte, da oben drüber. Hier. Ah, wir sind zu weit auseinander. Nee. Doch, ich kann nicht weiter nach rechts hier. Doch, jetzt geht's. Eben gerade wurde ich irgendwie gestoppt. Warte. Sieh es nicht. Ich habe mich nicht gesehen. Deswegen kannst du nicht weiter nach links halten? Nee, aber ich hatte halt nicht gesehen, wo ich lande. Warte, ich. Nee, von da aus wird das nix. Doch klar. Echt? Sicher? Ja. Muss halt nicht so erst. Zu spät los, mach du das. Ich lasse immer zu spät los. Ich bin zu blöd dafür. Ja gut, von da oben aus. Ja, ich habe jetzt gedacht von unten aus. Oh, ja. Das geht nicht. Wolltest du nicht rüber? Mhm. Taube! Taube. Schade.
Das ist übrigens wahrscheinlich heiß da an der Wand, ne? Ne, echt jetzt? Was da unten? Warum ist das hier an der Seite umgeklappt? Jetzt auch ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Gamekeks. Danke, dass du da warst. Ja, ich glaube, nachträglich durchzugehen. Wolltest du mal vor? Ich glaube, nachträglich durchzugehen ist schwieriger. Weil ich konnte mich jetzt zum Schluss immer festhalten. Kann es sein, dass da unten lang der normale Weg wäre? Vielleicht, ich bin auf dem Schalter, glaube ich, nicht draufgegangen. Doch, bist du auch. Deswegen ist das ja umgeklappt hier vorne. Aber da warst du schon nach oben lang gegangen. Naja, da war ja auch ein Secret. Kann ich jetzt hier runter gehen? Oh Gott, ich hätte warten sollen. Sorry, mein Fehler. Oh Gott, das war auch mein Fehler. Ey, mein Gehirn ist mittlerweile nur noch frei. Echt so schlimm? Ja. Okay, ja, du wirst heute wahrscheinlich auch noch einiges gelernt haben, oder? Ja, und ich weiß auch nicht, wieso ich heute um 9 Uhr aufgestanden bin. Das war die dümmste Idee in meinem Leben gewesen. Ich glaube, lang geht das Level nicht. Warte mal. Oh, warte, oh, sorry. Gott. Ich wollte kurz schauen, was das Ding macht. Mach mal runter. Ja, warte. Nee, jetzt muss ich. Du musst dann rüber gehen. Ah ja. Oh. Was war das denn, du Feigling? Ja, ich habe gerade Angst gehabt, dass du mich zerquetscht. Musst du einmal rüberlaufen. Aber dann weiß ich immer noch nicht, wie wir rüberkommen. Ich auch nicht. Keine Oder können wir. Warte mal. Kann ich so rüberspringen? Nee. Hä? Ich hab eine Idee, warte mal. Mach mal kurz runter. Wenn du dich jetzt mal kurz drauf stellst, auf die Platte. Und dann. Na ja, gut, jetzt habe ich's verkackt. Nö, hast du nicht. Du kannst doch hier jetzt schwingen. Du kannst doch jetzt schwingen. Ah, ja, ist gut. Ja, gut. Warte mal, dann gehe ich einfach hier drüber und dann kannst du rechts drüber lang. Sorry. So, und jetzt kannst du mich oben draufziehen. So, und dann kann ich mich auch hochziehen. Okay, das war jetzt aber für so eine kleine Zwischenszene schon ein bisschen advanced, das Rätsel. Ja, das hat meine letzten 3 Gehirnzellen beansprucht. Lauter die Gehirnzellen werden nicht mehr lange über. Oh Gott. Sagt er. Hä? Aua, okay. Hä? Wir standen auf einer Stange hier oben drauf und sobald du runtergehst, macht's aua. Ah, ich verstehe es. Einer muss sich runterlassen, festhalten und der andere muss oben durchlaufen. Okay. Du kannst ein bisschen schneller gehen, ne? Wahrscheinlich geht das auf Zeit. Links Secret, hoch wieder. Hoch. Ich kann leider nicht weiter nach links. Ja, dann müssen wir schneller sein. Ja, du kannst dich doch unten vorbeischwingen, oder nicht? Was? Oh, sorry. Unten vorbeischwingen.
Na, du kannst doch, wenn du dich festhältst, kannst du schwingen. Und da unten links ist so ein Weg. Also überall, wo diese Gitter sind mit dem Feuer, wirst du da weggebrannt. Und da unten, wo dieses Gitter ist, unten links, kannst du doch dann nach links springen in dem Moment. Ne? Warum springst du die ganze Zeit runter, wenn ich noch nicht mehr tun kann? Ja, dann mach doch mal hinne. Ja. Kickers. Drängt sehr weit oben. Ja, gut. Jetzt musst du da nach links und gehen lassen. Da. Genau. Jetzt wieder hoch. Ja, ist egal, wir haben das Secret. Ja. Ach stimmt, das speichert es ja. Alter. Oh, sorry. Sorry. Ja, du winkst immer so weit und dann habe ich immer Angst, dass du verbrennst. Dann will ich gegenlenken, dann verbrennst du in der anderen Richtung. So, weiter nach links. Weiter nach links. Weiter nach links. Weißt du, wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann wird das Seil auch wieder länger und dann bist du... Ja, ja, komm, unten, lauf nach rechts. So, ein Stück nach unten. Ja, das. Das nicht. Mann, ich mag diese Filme nicht. So, jetzt. Och, noch einer. Oh, nee. Ey, komm, das ist doch Pille-Palle. Jetzt komm an hier. Nee, das ist... Schlimm ist das. Der ist ja noch schneller. Oh, das. Ich kann das nicht mehr. Nein, ich hab mich nicht festgehalten. Oh Mann. Ich will mich nur schlafen legen, ey. Ich bin am Verzweifeln. Ich muss mich mal kurz aufnehmen. Warte, was ist mit dir? Kannst doch nicht einfach aufhören, festzuhalten. Ich weiß es. Jetzt komm schon. Da sind nur noch ungefähr 2 Meter. Saft ja am Ende seiner Kräfte, ey. Ah nein, ich muss mich festhalten. Oh Mann. Nein, warte, ich muss vorne noch meinen Anlauf. Wieder drauf, ja. Ich muss leider raus, schon wieder arbeiten, schon wieder. Er ist den ganzen Abend eigentlich am Arbeiten. War sehr unterhaltsam, der Stream. Rest schaue ich morgen an. Tschüss, Bellinger. Danke, dass du da warst. Eine gute Nacht dir und viel Spaß noch auf der Arbeit. Ah ja. Dran springen, bis er ganz oben ist? Ja, ne? Was? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Besser ist, wenn du hier oben bist. Ja, danke schön. Oh nein! Safti peilt das Level gar nicht mehr. Nee. Ah, oh, shit.
Wir warten oben auf den nächsten dann. Ja, ist okay. Oh nein, nein! Oh Gott. Okay, alles gut. Hältst du die ganze Zeit S-Pest oder so? Ich werde irgendwie die ganze Zeit von dir mitgezogen. Ja, ich hab einfach, ich wusste nicht mehr, welchen ich also drücken muss und hab S, einfach beide also, gedrückt. Ja. Ich geh die ganze Zeit so, als wenn du auch auf der Tastatur spielen würdest. Ich bin kaputt. Oh Gott. Oh nein. Warum rennst du denn zurück in die Magma? Das Magma. Hui! Oh, das müssen wir sogar machen. Das müssen wir sogar machen. Jetzt so? Mal festhalten. Oh, doch. Ah, okay, hier geht's rein. Hilfe. Scheiße. Warte. Mitten durch. Easy. Nicht zu viel Schwung holen. Ich war das Problem. Ausnahmsweise bist du nicht gestorben. Ich hab grad gedacht, warum hat mich diesmal dieses komische Schubsding getötet? Was ist denn das? Ich hab's festgeknotet. Ah. Halt! Ah, das sieht so nach Secret aus! Mann. Oh. Weggebrutschelt. Aber seit wann sind eigentlich Nähgarzens elektrisch? Keine Ahnung. Du kamst als erstes raus? Rechts. Links. Was für rechts? Immer erst links oder was? Rechts. Nee. Au! Au! Okay, also erst links, rechts, dann rechts, links. Okay. Und ganz weit nach rechts. Gefährlich. Alter! Der war ja frech. Oh, oh Gott. Alles gut. Oh, cool. Irgendwie kommt mir das Ganze gerade vor wie bei Star Wars. Was hat denn? Oh, oh. Ich wurde überrollt. Funny. Du kannst dich auch mal ein bisschen anstrengen können. Muss ich sagen. Mir schleudert das Ding nicht nach oben. Kannst du dich nicht einfach hochziehen? Also, ich habe Angst. Geht's weiter. Die haben einen, haben die einen hatten die gefangen genommen. Bagger da gefunden. Weiß nicht, ob man gefangen genommen richtig richtiger Ausdruck ist. Bestimmt. Alter, es hört einfach nicht auf, ne? Oh Gott.
Ist da links wohl ein Secret? Eventuell. Na, obwohl das ist eine normale Wand einfach. Ai. Hier links? Ich bin ja oben, ne? Glückwunsch, du hast mal irgendwas nicht direkt verkackt. Meinst du, da links ist was? Nee. Sieht mir alles irgendwie so einfach nur nach Wand aus. Ich glaube, wir sind durch. Nee. Was ist denn los mit dem Spiel? Oh, noch ein Logikrätsel. Oh, nee. Aber ich kann alle verknoten. Okay, wie fängst du denn aber macht, an? Warte. Okay. Ja. Versteh's nicht. Ganz. Naja, wahrscheinlich müssen wir. Was passiert, wenn man hier drauf drückt? Ah. Ah. Muss man dann den hier nach drüben holen? Den hier auch. Und dann hier drauf und dann kannst du drüber springen? Nee, aber du kannst die Knoten wieder lösen. Ja, aber ich kann hier nicht wieder runtergehen. Einfach so. Nee, wir müssen in der richtigen Reihenfolge jetzt die Knoten machen. Ah, okay, also der muss als letztes hier drüben. Dann muss. Nee, warte, der muss als erstes. Dann der. Dann der. Genau. Da. Jetzt boah, ich hab ein Logikrätsel hinbekommen, ich bin erstaunt. Schon. Na, warte mal. Jetzt. Hä? Ist nichts kaputt. Warum bin ich jetzt auf einmal bei dir da drüben? Weiß ich nicht. Warum ist auf einmal Alarm, Stufe Rot? Ja, die Schrauben haben sich jetzt auch mal eben festgedreht, ne? Was ist denn jetzt kaputt? Ja, genau. Warum rettest du mich denn? Als wenn der das noch auf die Kette gekriegt hätte. Ja, Logo. Das ist irgendwie ein Endboss erwartet. Irgendwie ein Boss. Wild gewordener Dampftölpel, der uns... Da, guck! Boss-Time. Oh, ich bin hängen geblieben, warte. Oh Gott, nee. Okay. Liebsafti! Ich hab mich nie festgehalten. Oh, gut. Mann. Renn um dein Leben! Hui! Schieben. So war es hier mit Festhalten? Ja. Oh nee, ich hab mich wieder viel zu kurz festgehalten. Doch nicht, alles gut. Wohin? Ah, da rein, okay. In das große runde Loch. Halt!
glaube, ihr solltet rennen, genau. Dieses Level jemals ein Ende nimmt? Alter. Oh, wir dürfen hier was knoten. Yay. Okay. Und dann der. Warte, also der muss genau als letztes, ne? Gelöst werden. Ja. Ja. So. So. Oh. So, jetzt musst du aber noch einen Knoten, den letzten. Den linken. Der hier? Den linken. Links, ja? Nee, den ganz rechten dann. Rechter. Ich kann mich aber nicht mehr hochziehen, weil jetzt ziehe ich mich an diesen Ding hier unten dran. Also wenn ich jetzt mich versuche hochzuziehen, ziehe ich mich an den Knoten, aber wenn ich den löse, dann geht der wieder runter. Können wir das nicht einfach... Kann ich mich nicht hier einfach durchdrücken? Ja, probieren wir mal. Schießen. Ich glaube, mit Schieß kommen wir hier nicht weiter. Schade. Nee, dann hol ich mal wieder runter. Muss ich mich denn vielleicht an dem Knoten? Ja, macht keinen Sinn. Nee. Ja doch, klar, ich kann mich, ich kann doch, ich, wir können doch den, den müssen wir doch gar nicht lösen. Oh, wow, den müssen wir doch gar nicht lösen. Ah. Okay, nochmal von 9. Okay. Ja, und ich muss mit hoch, ja, klar. Ah ne, ja gut, dann können wir ihn halt trotzdem lösen, weil ich bin ja jetzt mit oben. Ich weiß auch nicht, wieso ich eben gerade unten geblieben bin. Das hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Ja, das ist mehr so Gehirnfurz und so. Ja, die waren da top secret versteckt hinter den Quadratmeter großen Löchern vom Gitter. Ah, wir müssen da rein, oder was? Das Ding schwingt mit, deswegen. Alter! Es nimmt kein Ende. Aber wir können ihn steuern, nicht, oder? Der geht nicht. Der geht nicht. Ne, der wird auch gerade aufgeladen. Ist denn da links noch was? Weiß ich nicht. Komm nicht hoch. Schade. Ich glaube, jetzt geht der. Auch wenn wir den Feuerwehr gemacht haben. Geil, wir nehmen die ganze Bude auseinander. Das ist verdammt laut gewesen. Ja. Ich glaube, das Level ist jetzt vorbei. Wild gewordener Gabelstapler in freier Natur. Ja, wir haben es geschafft. Komm, komm, Safti. Bei mir sah es irgendwie gerade so aus, als wärst du in den Brunnen irgendwie reingeglitten. Ja, ja. Erfolg freigeschaltet. Wir haben alle. Hä? Ey, wir sind so gut. Aber dann sind wahrscheinlich wirklich nur die Sammelbaren, die Level freischalten. Also ich glaube nicht, dass wir zeitlich jetzt irgendwas geschafft haben. Auf gar keinen Fall. Ja, nee, wir haben nicht mehr Bronze. Wie lange haben wir gebraucht? 41 Minuten und 30 für Bronze. Alter, wir müssen einfach mal eine halbe Stunde schneller sein für Gold.
müssen fast dreimal so schnell sein. Ja, ja, okay. Ich glaube, das wird schwierig. Okay, ich verabschiede schon mal meine lieben YouTube-Zuschauer. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn Safti und ich wieder irgendwelche komischen Sachen hier machen. Bis dann und tschüssi. Tschüss.